Hier ist bestimmt ein Riss, oder? Das sieht hier förmlich danach aus, oder? Nee, das ist nur eine Statue, die komisch beleuchtet ist. Hier kommen wir nicht rein. Ich gehe mal den Pfeil entlang. Boah, wie kriegt man denn so eine riesige Statue gebaut und dann hier in so einer Luft schweben, dass das alles hält? Frage ich mich gerade. Okay. Oh nein. Oh, war klar, dass er da oben steht. Danke. Ich habe auch gerade keine Zeit für Munition. Weil ich den da oben erledigen muss. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Danke. Ich muss die Risse finden. Ciao. Alter, gehen wir doch nicht auf den Sender da oben. Ah, hier. Was, im Kampf knacken ist unmöglich? Was? Was denn? Oh. Du gehst mir auf den Sack, weißt du das? Alter Schwede, geht er mir auf den Sender. Mit seiner scheiß Wichs-Rakete. Und Elisabeth, jetzt mach die Tür auf. So, Elisabeth? Einer muss Schmiere stehen. Da kommt eh keiner, du machst eh das Schloss im Kampf nicht auf, also. Also brauche ich auch nicht Schmiere stehen. Ein Riss. Da ist etwas drin. Warte. Soll ich ihn öffnen? Moment. Portemonnaie. Phonograph benutzen. Ja, ja. Suche neue Munition. Warte mal. Mal kurz hier gucken, bevor wir da reingehen. Munition wäre ganz sexy. Was war das denn? Was war das für ein Geräusch, wo einer so gemacht hat? Ich mach mal ein wenig Sorgen. Alter, Sie sind doch tot. Ich hab die Leichenfotos gemacht. Ja, und Sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche so vollkommen leblos wirkt. Das sind die beiden. Wie hast du das vorhin gemeint? Lady Comstock gehört nicht hierher. Sie ist beinahe animalisch. Als wäre sie eine Reflexion von... ich weiß nicht. Sie sind seit 7 Tagen tot. Ich höre mir das nochmal an. Weil Elisabeth gerade dazu gequasselt hat. Welchen Beweis hast du, dass Mr. Fink den Lutesses etwas antun würde? Sie haben es mir selbst gesagt. Die Lutesses? Wann? Gestern Morgen. Rupert, Sie sind seit 7 Tagen tot. Lol. Alles kaputt. Wie soll sich die Stadt je davon erholen? Niemals. Ja. Was wollte ich gesagt haben? Das waren doch die beiden gerade, die sich da unterhalten haben mit dem Foto und tralala aus der Vergangenheit. Haben wir hier noch Munition oder Salz irgendwo? Ah, guck mal, ja, Salz. Sehr schön. Ich glaube, wir werden gleich wieder Besuch bekommen. Die Frage, die ich mich nur stelle, wie weit müssen wir zurückgehen? Um die anderen beiden Risse zu finden.
Weil hier kommen wir jetzt gleich schon... Naja, egal. Ich frage jetzt gar nicht. Ich guck mal wegen Munition. Munition, Munition, Munition. Für Karabiner. Ja, ja. Nehmen wir mit. Und für Maschinengewehr. Jawohl. Dann sind wir voll ausgerüstet. Ich mach nochmal eben hier kassieren. Ach, haben wir schon. Okay. Na, dann ist ja gut. Dann will ich nichts gesagt haben. So. Dann geht's weiter. Wo ist der nächste Riss? Jetzt sind wir wieder am Anfang. Alter Schwede. Oh Gott. Dahin. Ach ne, das ist ein Automat. Ich dachte, da läuft schon wieder einer. Da ist der nächste Riss, oder? Ah ne, noch nicht. Aua, lass das. Alter, lass das. Aua. Aua, geh weg. Du kleiner Penner. Danke. Ich hab's mir doch irgendwie gedacht, dass hier schon wieder... Wer schießt denn da? Oh, danke. Ja! Oh, oh. Ciao. Das war knapp. Aber danke. Geht's denn noch gut? Hat deine Mama dir mal Beten beigebracht? Alter, ich hab keine Muni mehr. Hier, für dich. Oh, Alter. Gott, dieser Stress hier. Ich werd zu alt dafür. Und ich will mir... Und ich will Bulletstorm ein Let's Play machen? Von Bulletstorm Full Clip Edition? Oh Gott. Gut, dass ich es gerade mal anspreche. Ich habe vor, eigentlich von Bulletstorm ein Let's Play zu machen von der Full Clip Edition, weil ich eigentlich selber nie dazu gekommen bin, das Spiel zu spielen. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich werde alt. Ja, brauchen wir Geld. Danke. Ja, eigentlich hatte ich, wie gesagt, ich habe momentan eigentlich vorgehabt, die... Also nach Bioshock, das größere Projekt wäre dann Bulletstorm. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Weil momentan so die... Ja... Die Zuschauerzahlen auch bei Shootern, was ich so sehe, eher so mau sind. Also nicht so gerne... Entweder guckt ihr nicht so gerne die Shooter-Sachen. Ihr müsst mir das auch mal sagen, ne? Oder... Sieht einfach aus. Ach, wo ist er da lang? Bitteschön. Komm mit, Elisabeth. Gehen wir gleich hin. Obwohl, warte mal. Ihr müsst, sagt mir das auch, wenn Shooter langweilig sind oder so, dann sagt mir das bitte. Dann redet bitte mit mir. Schreibt das in die Kommentare. Ach, hier geht's bestimmt zum nächsten Riss dann, ne? Okay, wir machen erstmal. Dann machen wir erstmal den hier. Ja, weil die Indie-Games finde ich sind ein bisschen mehr so gefragt. Dynastie, okay. Dynastie. Was kann dieser Ort mit meiner Mutter zu tun haben? Ich habe keine Ahnung. So. Ach, im Übrigen habe ich Last Guardian endlich durchgespielt und ich hatte ja keinen Bug mehr. Für die Leute, die es vielleicht mitbekommen haben im Stream, hat sich das Spiel ja festgebuggt. Es war kein Bug gewesen.
Ich musste... Was war das? Ich musste nur irgendwo anders hin, wo der Vogel auch richtig hinzeigte. Deswegen... Oh, hallo. Und ja, hab's durchgespielt. Ist nicht so vom Ende, wie ich es mir gedacht hatte, aber schon echt schönes Spiel. Mhm. Ende. Gehen wir direkt zum nächsten. Und dann gucken wir uns alle drei an. Das Wort von den Propheten präsentiert. Prophet widersteht. Der Prophet widersteht. Wer weiß, was da steht. So. Das sieht aus wie der Nikolaus, ey. Nur, dass er ein bisschen böser guckt. Naja. So, nächste Station. Wir trennen uns von sogenannten... von der sogenannten Union. Mhm. Columbia sagt sich von der Union los und verschwindet in den Wolken. Ende. Wenn das mal so einfach wäre... Aber trotzdem gibt es immer wieder... Alter, was ist denn los? Oh. Was ist das? Was? Was sind das für komische... Das ist der Fahrstuhl des Grauens? Hallo? Hallo. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Danke. Was ist jetzt hier los? Wieso geht's hier nicht weiter? Hm. Ach, wir müssen mit dem Fahrstuhl fahren. Ah, so. Hm. Haupthalle der Bank des Propheten. Ah, ja. Oh Gott. Gucken wir das mal eben an. Hier werden jetzt wieder welche kommen. Ich weiß es genau. Hallo, wie am Winken ist. Da hinten läuft schon jemand. Da hinten sind auch schon welche. Okay. Machen wir es erstmal so. Nehmen wir erstmal den mit. Ach, die wissen schon, dass wir hier sind, nur weil ich den Automaten gehackt habe. Ah, das ist gut. Die haben auch super Ohren. Was? Du kannst mir mal am Arsch lecken. Was hältst du davon? Ich ziehe auch die Hose runter. Dann brauchst du das nicht durch die Hose machen. So, ciao. War's das? Alter, guck mal da hinten. Das ist schlecht, Elisabeth. Ich brauche aber gleich Munition. Danke. Ich habe kein Ziel. Doch, ich. Du. So. Hä? Ach, da hinten. Ach komm schon, Mädels. Lass das. Das kitzelt doch nur ein bisschen. Seht ihr ihn? Ja. Ich bin hier oben. Da. War's das jetzt? Da ist der Prophet. Guck mal. Ich hab doch gesagt, der sieht aus wie der Nikolaus auf Urlaub. Könntest du mal wieder den Bart schneiden? Apropos, ich habe auch Bart. Wenn wir gerade beim Thema sind. Ich lasse mir momentan auch ein Bart wachsen. Und ja. Mal schauen, wie das aussieht. Ich habe noch nie ein Bart besessen. Nein, ich werde bestimmt nicht. Also falls ich hier einige... Ja, da wird bestimmt... Ah, da aussieht wieder meiner...
wieder Weihnachtsmann. Bestimmt nicht. Ich habe keine Lust, so einen riesen Öschi dahin zu klatschen. Aber es soll schon ein bisschen was ordentlicheres werden. Also jetzt hier nicht so ein 0815 Bart, den jeder hat. Sondern so halt, was man sich auch anschauen kann. Ne? Nicht so, so ein Uselbart oder so. Na? Naja. Jahrmarkt. Wie hieß das nochmal? Jahrmarkt der... Oh, wie hieß das denn nochmal? Der Jahrmarkt der... Oh. Zirkus der Werte. Genau. Der Zirkus der Werte. Über Bioshock 1 und 2. Der Zirkus der Werte. War einfach so geil. Ha 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 ha. Willkommen im Zirkus der Werte. Hier wäre ein Schloss. Sieht kinderleicht aus. Was haben wir denn noch an Lockpicks? Fertig. 9 haben wir noch. Oh, das geht. Hui. Und wir haben jede Menge Kohle wieder. Und hier liegt noch jede Menge Kohle rum. Alter Schwede. Ich nehme das alles mit. Alter, guck mal, wie viel Kohle wir hier kriegen. Alter, was ist denn hier los? Wir werden so mit Kohle überschüttet hier gerade. Das ist doch abnormal. Das kann doch nicht sein. Wieso werden wir denn mit Kohle so überschüttet? Müssen wir kaufen? Sollen wir was kaufen? Na? Oh Gott, was ist das denn? Da müssen wir hin. Ich gehe erstmal links. Wie ihr mich kennt, ich gehe erstmal immer den anderen Weg. Alter, wie wir aber auch hier in der Bank mit Kohle überschüttet werden, das ist sehr abnormal. Ja, ich weiß, dass wir da lang müssen. Ich guck mal eben hier. 50%. Worauf? 50% von allem, was die Leute verdienen, geht als Steuer an Comstock. Boah. Ich glaube, ich sollte auch Prophet werden. Ja, ich glaube, ich werde auch Prophet. Ja, das ist doch gut. 50% an Steuern geht an Comstock. Überleg das mal. Alter, die Hälfte. Hat er sich schön in die Tasche gewirtschaftet. Und wie ich schon sagte, es geht nur um Kohle. Und wie ich schon beim letzten Mal sagte, der am höchsten steht, scheißt immer auf den größten und auf den höchsten Haufen. So, oder beziehungsweise der oben steht, scheißt immer auf den höchsten Haufen. So, neu Hemd, Schockjack. Oder Jacke, Schockjacke, Jacke, Jacke. Englisch und Deutsch. Wenn geschlagene 50%ige Chance, nahe Feinde zu schocken, betäubt 2 Sekunden. Nö, das nehmen wir mit. Ja. Wer oben ist, scheißt immer auf den größten Haufen. Hier, für das die wollte, Kasse. Das wollte ich gesagt haben. Alter, wie viel Kohle wir kriegen. Gut, wir sind in einer Bank. Ich darf mich natürlich nicht wundern. Die brauchen es eh nicht mehr, die hier sitzen und liegen. Aber dass es dann so viel ist. Gut, in Bioshock ist immer irre... ne? Was heißt schon viel? In Bioshock kann man auch relativ schnell alles ausgeben. Booker, da. Auf dem Briefpapier ist eine Chiffre. Hudsons-Schneiderei. Vielleicht ist dort das Codebuch. Optional. Finde die Chiffre. Wenn wir sie finden. Die Frage ist nur, wo. Das ist wahrscheinlich wieder, wahrscheinlich wieder nicht hier, sondern woanders irgendwo im Raum. Die Frage ist nur, wo. Ich muss sagen, mit dem Karabiner und dem Maschinengewehr bin ich echt gut bedient bei dem Spiel. Hier waren wir auch noch nicht, ne? Hier geht's gar nicht weiter. Okay. Hier geht's gar nicht weiter. Das ist aber sehr strange. Ein sinnloser Raum? Ich weiß nicht, wo der hinführt. Die Fußspuren scheinen zum Tresor zu führen. Boah, Alter, ich schreck mich doch nicht so.